Das Wichtigste ist, wieder die Freude am entdeckenden Lernen finden und die strahlenden Augen der Kinder, die mit Projekten gelernt haben. Ich finde, das Wichtigste beim projektbasierten Lernen ist, dass die Kinder und die Lernenden einen Sinn finden in ihrer Arbeit, dass sie Freude am Lernen haben und dass sie jedes Mal was Neues entdecken, was sonst niemand entdeckt hätte. In diesem Projekt ist es besonders, dass die Lernenden im Kleinen gearbeitet haben, wie einzelne Modelle erarbeitet haben, dies dann ausgearbeitet haben in ein Riesenmodell. Das wäre zum Beispiel, sie haben sich mit den essbaren Insekten auseinandergesetzt, ob die jetzt vielleicht in der Wüste, ob das was helfen könnte. Und dann haben sie das in Realität ausprobiert, haben Insekten gezüchtet und haben das in einen normalen, natürlichen Zyklus, ökologischen Zyklus eingebaut. Das ist für mich wirklich dreidimensionales Denken. Also dieses Buch ist ein Ideenbuch und da haben die Lernenden sich mit den essbaren Insekten auseinandergesetzt und haben zuerst sich selbst vorgestellt, haben ihre Gedanken aufgeschrieben durch Diskussionen und Forschen, vielleicht auch im Internet, haben sie Erkenntnisse gewonnen und aus diesen Erkenntnissen haben sie dann ihr Modell oder ihr Projekt erstellt.
Cartoon art. Yeah. Wait. Oh, great. Remember, Justin asked tonight, okay, who are both of us? And then we are going to build this. You can see it's very simple, just a pallet. Christina. Hallo, hallo. Nu har du mødt nogle af de ting, vi arbejder med i Klimacirkus. Mm-hmm. Hvilke modeller synes du, der har givet dig et nyt perspektiv på, hvad skole går ud på? En af de modeller er det model med de forskellige karakterer, der lærende. Det har mig det forståelse for tredimensionale lærende gegeben. Og giver det videre her, hvad de kinder am Schluss daraus entwickeln. Hvis du skulle give et råd til nogen, der skulle til at arbejde med det her, hvad ville det så være? Ich habe mit so vielen Kindern gesprochen und alle sind begeistert, sie lieben das Lernen. Und ich würde allen nur empfehlen, einfach zu probieren, auch wenn es ein kleines Projekt ist, mit kleinen Projekten zu starten und dann darf es gerne auch größer werden. Einfach Mut, um auszuprobieren. Das wünsche ich allen Lehrpersonen.